Hi zusammen! Mit Linux Mint 20.3 endet die 20er-Serie von Linux Mint auf Basis von Ubuntu 20.04 LTS planmäßig. Doch Linux Mint 20.3 kommt mit Neuerungen, wie zum Beispiel dem Cinnamon Desktop in Version 5.2. Alles, was ihr über Linux Mint 20.3 wissen müsst, erfahrt ihr im Beitrag. Viel Spaß! Traditionell baut Linux Mint in der Hauptausgabe auf Ubuntu LTS auf und auf Basis jeder Ubuntu LTS-Version erscheinen 4 Linux Mint-Versionen. So basierten die bisherigen Linux Mint 20er-Versionen, also 20, 20.1 und 20.2, auf Ubuntu 20.04 LTS. Linux Mint 20.3 ist der letzte Kandidat im Quartett, der noch auf Vogelfossa aufsetzt. Allgemein handelt es sich bei Linux Mint um eine der erfolgreichsten Linux-Distributionen, die einen absoluten Fokus auf den Linux-Desktop aufweist und neben dem hauseigenen Cinnamon-Desktop noch alternativ mit Mate und XFCE zwei Ausgaben für ältere und schwächere Rechner anbietet. Neben der auf Ubuntu LTS aufsetzenden Linux Mint Hauptedition gibt es noch eine Nebenversion, die Linux Mint Debian Edition, kurz LMDE. Hier ist Debian Stable die Basis, doch LMDE kommt in einem separaten Beitrag nächstes Jahr dran, wenn es in Version 5 veröffentlicht wurde. Was ist neu in Linux Mint 20.3? Hypnotics TV-Spieler bietet jetzt ein dunkles Thema an und erhielt eine verbesserte Suchfunktion. Thinky ist eine neue Dokumentenmanagement-App, die schnellen Zugriff auf Favoriten und zuletzt geöffnete Dokumente bietet. Sticky Notes erhält eine Suchfunktion und bietet eine verbesserte Oberfläche. Themenänderungen. Die Ecken sind rund und das neue Thema ist entweder hell oder dunkel, keine Mischform mehr. Das bisherige Thema steht als Legacy-Theme zum Nachinstallieren bereit. Als Desktop-Oberflächen kommen Cinnamon 5.2, Mate 1.26 und XFCE 4.16. Diverse Verbesserungen, zum Beispiel beim Drucken und Scannen, sind eingeflossen. Aufgrund des Ubuntu LTS-Unterbaus handelt es sich bei Linux Mint 20.3 um eine Ausgabe mit statischer Version und damit einhergehend LTS-Langzeitpflege, im Übrigen noch bis 2025. Linux Mint unterstützt ausschließlich 64-Bit-Architektur. Das liegt in dem Ubuntu-Unterbau begründet. Linux Mint kann hier daran leider nichts ändern. Wer noch 32-Bit-Architektur nutzt, kann auch eine ältere Version von Linux Mint nutzen, sollte es sich aber perspektivisch nach einer anderen Distribution umschauen. Entsprechend der Ubuntu-Basis haben wir eine Distribution, die auf das Debian-Paketformat, also DEB, aufsetzt und darüber hinaus Flatpak unterstützt und Snap boykottiert und deaktiviert hat. Um in die Linux-Mint-Welt einzusteigen, müsst ihr euch die ISO-Datei von der Linux-Mint-Seite herunterladen. Danach könnt ihr das ISO mit einem Tool wie zum Beispiel Etcher auf einen USB-Stick flashen oder auf eine DVD brennen. Anschließend könnt ihr installieren. Ein kleiner Hinweis noch. Nachdem das ISO-Abbild heruntergeladen ist, solltest du dessen Korrektheit validieren, um manipulierte Software auszuschließen. Wie du diese Validierung durchführen kannst, hatte ich schon in einem Beitrag demonstriert. Keine Sorge, das dauert nicht lange und geht ganz einfach, wie im Video, das dir in der Infokarte oben rechts jetzt eingeblendet wird, erklärt. Es ist kein Hexenwerk und kann dich vor manipulierter Software schützen. Also, nimm dir lieber die 5 Minuten Zeit, um die Prüfsumme zu bilden und abzugleichen. Immer interessiert an neuen Videos zu Linux- und Open-Source-Projekten? Dann bist du auf meinem Kanal genau richtig. Hier gibt es ein umfangreiches Archiv zum Durchstöbern und regelmäßig Nachschub. Wenn du das unterstützen magst, kannst du gerne ein Kanalabo dalassen. Aktivierst du die Glocke, dann bekommst du sofort Info, wenn es hier etwas Neues gibt. Also, Abo dalassen, Michel Franke unterstützen und immer gut versorgt sein. Vielen Dank! Den Installationsprozess von Linux Mint hatte ich bereits im Rahmen meiner Serie Wechsel zu Linux beschrieben. Auch hier verweise ich auf die Infokarte oben rechts, die dich zu diesem Beitrag führt. Schau es dir gerne einfach mal an, wenn du neu bei Linux oder allgemein bei Linux Mint bist und dir das erstmal anschauen möchtest. Ich werde in diesem Beitrag jetzt nicht mehr gesondert auf die Installation eingehen, um den Rahmen nicht zu sprengen. Hast du Linux Mint 20.3 installiert, sind von der Platte in etwa 8,6 GB belegt. Der initiale Benchmarkwert im Arbeitsspeicherkonsum liegt bei etwa 700 MB RAM. Schauen wir kurz rein, was wir aktuell haben. Derzeit sind 9,7 GB belegt, also da hat sich noch einiges getan in der letzten Zeit.
Und beim initialen Benchmark-Wert sind wir derzeit bei 710 MB. Also hier ist es auch noch ein bisschen nach oben gegangen. Schielen wir kurz zum Vorgänger, Linux Mint 20.2. So hatten wir hier einen Plattenplatzbedarf von 7,5 GB und einen RAM-Verbrauch von knapp 800 MB. Wenn wir unseren Rückspiegel jetzt noch etwas vergrößern, Linux Mint 20.1 benötigte 7 GB Plattenplatz und 660 MB RAM. Wir sehen also ein konstantes Wachstum bzw. einen konstanten Bedarf an Storage. Während der RAM-Verbrauch schwankt und in der Messung hier jetzt etwas niedriger ausfiel im Vergleich zum Vorgänger. In dieser Ausgabe wurde zum Zeitpunkt der Beitragserstellung Cinnamon Version 5.2.6 bereitgestellt. Cinnamon folgt seit jeher einem Desktop-Schema und adaptiert ganz klar das von Windows bekannte Bedienmodell. Das heißt, unten wird eine Leiste realisiert. Links hat sie ein Startmenü, gefolgt von Programmschnellstartern. Rechts davon werden geöffnete Programme angeordnet und ganz rechts finden sich Systemelemente wie Lautstärke, Kalender und Systemaktualisierungen. Wer von euch Linux Mint bereits kennt, kennt das Startmenü. Ich zeige es jetzt nur mal ganz kurz, damit die, die damit noch nie zu tun hatten, sich grob mal etwas vorstellen können. Traditionell sieht eine Cinnamon-Version aus wie die andere. Das ist nicht mal so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt. Initial wird halt immer ein Hintergrundbild mit Linux Mint-Logo ausgerollt und als Standard sind die Farbakzente Mint-Grün. Das lässt sich natürlich alles problemlos ändern. Ihr seht ja auch, dass ich das Aquablau eingestellt habe hier bei mir. Ich möchte kurz noch auf eine Änderung beim Thema eingehen. Die Ecken oben sind jetzt nicht mehr spitz, sondern abgerundet. Das sieht in meinen Augen nicht schlecht aus. Auch sieht Nemo jetzt einheitlich hell oder dunkel aus. Nicht mehr dieser Mischmasch zwischendrin. Ich finde, das wirkt ausgesprochen konsistent. Jenseits dessen liefert Una natürlich auch wieder neue Hintergrundbilder mit, die in gehabter Manier toll aussehen. Was habe ich jetzt eben gesagt? Ich zeige es euch kurz. Also, Nemo ist der Dateibrowser bei Cinnamon. Hier war die Seitenleiste in der Vergangenheit immer dunkel gehalten und der Header oben hell und auch der Body war hell und auch der Footer. Jetzt ist es so, dass je nachdem, wie wir es einstellen, das entweder hell oder dunkel daherkommt. Wenn wir in den Systemeinstellungen das Thema ändern, und ich gehe jetzt mal von Mint Y Aqua auf Mint Y Dark Aqua, dann seht ihr schon, es wird alles einheitlich hell oder dunkel. Nicht mehr Mischmasch, sondern konsistent. Das gefällt mir ziemlich gut. Wenn auch gleich ich nicht so der Anhänger von dunklen Themen bin, aber ich finde es trotzdem, dass es geschlossen wirkt und dadurch wirklich positiv hervorzuheben ist. Ich zeige nochmal ganz kurz die Hintergrundbilder, die man hier mitliefert. Also wenn ihr euch das installiert und stellt die mal ein, ich finde, die sind immer recht gut, die Linux Mint da mitliefert. Ich wollte es nur mal kurz der Vollständigkeit halber gezeigt haben. Kommen wir mal kurz zur vorinstallierten Software. Wir haben Kernel 5.4, als Browser ist Firefox mit dabei, als E-Mail-Client wird Thunderbird ausgeliefert, als Office-Paket ist LibreOffice 6.4 mit dabei und als Software-Container ist Flatpak mit an Bord. Kommen wir fix zur allgemein vorinstallierten Software. Linux Mint macht seinen Ruf als exzellenter Desktop-Distro alle Ehre. Was zum Start benötigt wird, ist dabei. Egal ob Office, Browser, Mail-Client oder Videospieler, alles dabei. Keine unnützen Spiele, die könnt ihr ja optional nachinstallieren. Aber so standardmäßig ist es eine sinnvolle und stimmige Vorauswahl. Gucken wir kurz durch. Wir klicken auf alle Anwendungen und wir sehen ein paar der Linux Mint Apps, also diese Einstellungs-Apps. Ich gehe lieber mal durch die Kategorien, dann könnt ihr euch vielleicht eher was darunter vorstellen. Wir haben hier das Office, Kalender, Grafik. Also hier werden nicht viele Sachen vorinstalliert. Internet, Firefox, Hexchat, ob man den noch braucht, ob das alle brauchen und Transmission. Ich weiß nicht, wie viel Torrents ihr so runterladet, aber okay. Celluloid, Hypnotics, Rhythmbox, Zubehör, auch hier nicht allzu viel. Einstellungen, das sind dann schon die Cinnamon-Sachen. Also ihr seht, es ist jetzt keine exorbitante Vorauswahl getroffen, aber was du zum Start brauchst, um erstmal mit dem Ding zu arbeiten, das ist dabei. Was wir hier aber zumindest mal erwähnen sollten, Ubuntu transformiert seine Paketverwaltung vom traditionellen Debian-Paket hin zu seinem Software-Container Snap. Mit der kommenden Version Ubuntu 22.04 LTS wird der beliebte Firefox-Browser als Snap paketiert.
Dies geschah wohl auf Anregung von den Mozilla-Entwicklern und soll wohl auch durchgereicht werden auf die noch aktiven LTS-Versionen, also Ubuntu 20.04 und Ubuntu 18.04. Wenn dir die Versionen von Firefox oder Thunderbird zu alt waren, konnte man sich bei Ubuntu bislang behelfen, indem man das Mozilla PPA einband. Ich tippe aber, dass diese Quelle künftig versiegen wird. Was das mit Linux Mint zu tun hat? Nun, die Entwickler hinter Linux Mint lehnen ja Snap ab und setzen stattdessen auf die Alternative Flatpak. Mint setzt aber bislang auf das Firefox-Paket im Debian-Format. Wenn dies durch Ubuntu oder die Mozilla-Entwickler künftig entzogen wird, müssen die Linux Mint-Entwickler selbst ein Firefox-Debian-Paket bereitstellen und pflegen oder sie binden Firefox künftig als Flatpak ein. So oder so, diese Entscheidung wird Diskussionen eröffnen und die Frage ist und bleibt, wie lange Ubuntu LTS noch eine brauchbare Basis für Linux Mint sein wird. Sollten Pakete im Format getauscht werden und sollte dieser Tausch auch auf ältere LTS-Versionen durchtransportiert werden, könnte dies auch Linux Mint 20.3 betreffen. Und natürlich auch alle anderen Familienmitglieder der 20er-Serie. Es bleibt spannend. Linux Mint ist eine feine Linux-Desktop-Distribution, die mit viel Herzblut gepflegt wird und den Anwendern ein tolles Nutzererlebnis in Verbindung mit Stabilität und allgemeiner Sicherheit bietet. Gehen dir die Anpassungsmöglichkeiten in Cinnamon nicht weit genug, stehen alternativ auch die XFCE und Mate-Edition bereit. Hier dürften die meisten Linux-Anwender eine gute und verlässliche Lösung finden können. Doch eine gewisse Abhängigkeit von Ubuntu ist nicht von der Hand zu weisen und die Debian-Edition ist in meinen Augen kein vollumfänglicher und souveräner Ersatz. Vielleicht täte Mint hier eine Edition auf Basis von Fedora oder Manjaro besser, wer weiß. Das Fazit zu Linux Mint 20.3 ist aber durchaus positiv. Die Cinnamon-Ausgabe weiß in gewohnter Manier zu gefallen und holt Windows-Wechsler gut ab. Es ist eine vertraute Umgebung mit sinnvollen Zusatzprogrammchen in Form von kleinen Helferchen. Sticky Notes ist so ein Kandidat. Fand ich anfangs eher komisch, heute finde ich es total genial, die Notizen einfach so fließend dabei zu haben. Ihr macht mit Linux Mint 20.3 nichts falsch und könnt euch auf einen soliden Nachfolger freuen, der letzte Kandidat der 20er-Serie ist. Insgesamt erhaltet ihr noch bis 2025 Aktualisierungen in der gesamten 20er-Serie. Wenn du planst, auf Linux Mint 20.3 zu aktualisieren, würde ich dies nicht vor der offiziellen Freigabe des Mint Upgrade Tools durch die Entwickler tun. Stattdessen würde ich noch raten, mindestens 2 bis 3 Wochen zu warten, in der Hoffnung, dass eventuell noch schlummernde Fehler gelöst werden und man diese nicht mitnimmt. Aber dann könnt ihr euch auf eine würdige letzte Runde innerhalb der Linux Mint 20 Familie freuen. Bevor ich gehe, möchte ich mich bei all meinen Unterstützern ganz herzlich bedanken. Auch bei dir will ich mich für die freundliche Aufmerksamkeit bedanken. Deine Meinung zu Linux Mint 20.3 kannst du übrigens in den Kommentaren hinterlassen, entweder auf YouTube oder auf meinem Blog. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Kanal-Abo dalassen. Mit dem Daumen kannst du zeigen, wie es dir gefallen hat. Das gibt mir entsprechend Rückinfo und hilft auch dem Video. Bleibt gesund und passt weiterhin gut auf euch auf. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video erneut. Bis dahin, ciao aus Würzburg, euer Michel.